Das ist ja voll eklig. Aber irgendwie ist das auch ziemlich cool. Ja, guck doch mal, Julian. Ist das wirklich ein Spielzeugset? Also, das sieht ja voll eklig aus. Fünf Schleimsorten. Ja, das sieht eher wie Popel aus und so. Vielleicht hat da wirklich jemand seine echte Popel reingetan. Nein, guck mal. Das ist wirklich Schleim. Da steht's. Und das kostet nur 19 Euro. Oh, okay. Haben wir denn so viel Geld? Also, ich habe noch ein bisschen Geld gespart, Julian. Okay. Wollen wir vielleicht zusammenlegen? Mit dir? Okay. Wir können uns das doch teilen. Ja, gut, okay. Ich bin dabei. Ich habe das in meinem Schrank versteckt. In deinem Schrank? Wieso das denn? Komm, wir gehen mal hoch und holen das Geld. Okay. Aber Hanna, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Warum hast du denn dein Geld im Schrank versteckt? Ja, damit Emma das nicht findet und du auch nicht. Ich. Okay. Ja, doch. Hast du gut gemacht. Na, Kinder? Oh, ihr versteht euch heute ja mal. Das ist gut. Wollt ihr vielleicht was essen? Keine Zeit, Papa. Das ist ja komisch. Die führen doch wahrscheinlich wieder irgendwas im Schilde. Aber na gut, solange es ruhig ist, sage ich nichts. Julian, schau du noch mal in deinem Zimmer, ob du noch irgendwo okay, Geld hast. Okay, dann gucke ich auch jetzt in mein Geheimversteck. Aber das werde ich nicht verraten. Und wir treffen uns in 5 Minuten hier wieder. Okay. So, dann will ich mal schauen, ob mein Geld noch im Versteck ist. Ja, hier hinten hinter den Klamotten. Ja, 10 Euro sind das. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Hoffentlich hat Julian auch noch was bei sich gefunden. Wo war denn mein Geheimversteck? Jetzt habe ich das selber schon vergessen. Im Xylophon da? Ah, nein, unter der Matratze, genau. Aber ich hoffe, Hanna hat auch ein bisschen Geld gefunden. Also genügend Geld, weil ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Ja, da ist die Spardose. Und jetzt verstehe ich auch, warum mein Kopf immer nachts wehtut. Das ist diese doofe Spardose. Und ich dachte, das ist irgendwas anderes gewesen. Gut, okay. Aber ich sehe das Geld gar nicht. Hä? Wo? Habe ich überhaupt noch ein bisschen Geld da? Ah, natürlich. Ja, man hört's. Hey, Hanna, wie sieht's aus? Ich habe 10 Euro gefunden. Oh, okay, und reicht das? Nein, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Das kostet doch 19 Euro. Ah ja, stimmt, okay. Also ich habe meine Spardose gefunden, aber also es raschelt auch, aber ich weiß nicht, wie ich das aufbekomme. Wir müssen deine Spardose zerschlagen, Julian. Zerschlagen? Und da bin ich sofort dabei. Ich komme sofort. Jetzt bin ich aber gespannt, was Julian jetzt holt. Der Herr vom Xylophon? Ja. Julian muss schon ein bisschen doller hauen. Wie doller? Ich mach das schon doll. Aber irgendwie geht das nicht kaputt. Gib mir mal. Nein, das kann kein Mädchen machen. Das muss ein Junge machen, so wie ich. Ach Quatsch, gib mal her. Hier, dann versuch's doch. Ich wette, du schaffst das auch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Guck mal, Julian, da ist unten noch eine Öffnung. Da braucht man okay. nur einen Schlüssel. Was denn für ein Schlüssel? Soll ich vom Papa einen holen? Du müsstest einen Schlüssel für die Spardose haben. Ja, doch. Ich weiß wo. Aber nicht gucken, okay? Also, ich bin sehr gespannt, wie viel Julian in seiner Spardose hat. Vielleicht ein kleines Vermögen? So, ich habe den Schlüssel gefunden. Und Hanna, ich glaube, wir werden jetzt richtig reich. Ja, wir werden richtig reich. Da ist richtig viel Geld drin. Also, zeig her, Julian. Wir können uns vielleicht mehrere Schleimspielzeuge holen. Guck mal. Ich habe 2 Münzen und du nur einen Schein. Das heißt, ich habe mehr Geld als du. Das stimmt nicht, Julian. Die Münzen sind weniger wert. Ach so, okay. Reicht das denn? Nein, es reicht immer noch nicht. Oh Mann, ey. Wir können uns dieses Schleimspielzeug nicht holen. Soll ich vielleicht Popel machen? Sollen wir damit spielen? Oh, Julian, deine Popel wollen wir nicht. Okay. Wir wollen das Schleimset. Aber wir haben 10 und wir haben 2 Münzen, die sind jeweils 2 wert. Also fehlen uns jetzt doch 5 Euro. Okay. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Ich hab's. Sollen wir Papa fragen? Vielleicht kann er uns unser Taschengeld vorstrecken. Ah, ja, genau. Hey, Papa. Hallo, Papa. Hallo, hey. Hi, Kinder. Ich wusste doch, irgendwas ist passiert. Wir wollen dich was fragen, Papa. Ja, was denn? Papa, also da ist etwas, was wir uns unbedingt kaufen wollen und uns fehlen noch 5 Euro. Papa, das ist super wichtig. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Also wir müssen uns das holen. Es geht gar nicht anders. Weiß ich nicht. Papa, kannst du uns unser Taschengeld vorstrecken? Nee, das gibt's hier nicht. Auf gar keinen Fall. Oder habt ihr irgendwas Besonderes gemacht, ne? Also mir geholfen oder so. Dann ja, aber jetzt nicht, nein. Ach, bitte, Papa. Papa, bitte, wir brauchen das. Bitte, Papi. Bitte. Oh. Ja, gut. Ich schau mal, Kinder. Also ein bisschen was müsste ich wahrscheinlich noch überhaben im Portemonnaie. Ich schau mal, einen Moment.
Also ich habe hier noch ein bisschen was. Ist nicht viel, aber vielleicht reicht es. Das sind jetzt 5 Euro. Yeah! Yes, Papa, du bist der Beste! Du bist der Beste! Ja, jetzt kommt runter. Also, aber was wollt ihr euch denn jetzt eigentlich damit holen? Wir wollen uns ein super cooles Schleimset kaufen. Das sieht aus wie Popel. Oh, Mann, das kann doch nicht sein. Für ein Schleimset? Oh, jetzt habe ich dem meine letzten 5 Euro gegeben. Oh, und dabei wollte ich noch einkaufen und mir Chips holen. Oh, Mann.